Hallo Welt, hier sind wieder eure Anger Girls. Der Artikel, den ich heute mitgebracht habe, der lautet wie folgt: Unternehmer Wirth erwägt Stopp von Investitionen nach Wahlerfolg der AfD. Ja gut, könnte jetzt natürlich auch eine Normie-Aussage sein von irgendwem, der ein bisschen Karma abstauben möchte in Deutschland. Aber der gute Herr Wirth ist halt in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach aufgefallen mit Aussagen gegen die AfD. Wir können das Ganze ja mal kurz historisch aufarbeiten. Ich glaube, sein Problem mit der AfD hat angefangen, als Wirth das erste Mal einen Betriebsrat gewählt hat. Hier der Artikel dazu. Wirth wählt erstmals Betriebsrat. Firmenpatriarch Reinhold Wirth zeigt sich wenig begeistert von neuem Betriebsrat, auch wenn die Eigentümerfamilie zu 100% hinter dessen Gründung steht, wie es heißt. Klingt jetzt schon ein bisschen widersprüchlich, muss ich gestehen, aber was steckt denn dahinter? Hier noch ein Artikel dazu vom Handelsblatt. Der Schraubenkönig hat Ärger mit AfD-nahen Mitarbeitern. Okay, was denn da passiert? Bei Wirth wollen AfD-nahe Mitarbeiter einen Betriebsrat einführen. Ach so. Dem Initiator wurde nun gekündigt, weil er Datenmissbrauch betrieben haben soll. Er will klagen. Eieieiei. Also, ich fasse zusammen. Der Wirth hatte, obwohl er sich ja so auf die Seiten der Demokratie stellt, wie wir es auch in diesem Screenshot hier sehen, also Demokratie wird bei Wirth groß geschrieben, hatte aber bis vor wenigen Jahren noch gar keinen Betriebsrat. Dann kam ein AfD-naher Mitarbeiter her und wollte einen Betriebsrat initiieren. Der hat jetzt praktischerweise Datenmissbrauch betrieben und wurde gekündigt. Das passt ja ganz gut. Und dann 2019 hat Wirth eben das erste Mal einen Betriebsrat gewählt. Die Familie steht zwar zu 100% dahinter, aber der Firmenpatriarch Reinhold Wirth ist wenig begeistert. Okay. Könnte ja sein, dass die negative Stimmung gegenüber der AfD so ein bisschen daher rührt. Bestimmt auch gratis Mut, weil es ist halt gerade schick, gegen die AfD zu sein. Dann ist er ja aufgefallen, indem er ein Schreiben verteilt hat innerhalb seines Unternehmens, in dem er seinen Beschäftigten davon abgeraten hat, die AfD zu wählen, jetzt bei der Europawahl. Sehen wir hier, Beitrag von der Tagesschau. Brief an tausende Beschäftigte. Der als Schraubenkönig bekannte Unternehmer Wirth hat in einem mehrseitigen Brief an seine Belegschaft Stellung gegen die AfD bezogen. Er sehe sich damit in Übereinstimmung mit Abermillionen Deutschen. Ja, wenn das die Begründung ist. Ja, Begründung ist eben, wir müssen doch demokratiefreundlich und sonst was wählen. Ja. Das ging ja auch ziemlich durch die Medien. Unter anderem hat eben auch die Bild-Zeitung dazu geschrieben, dass sein AfD-Brandbrief ihn einen Millionenumsatz kostet, aber er nimmt das in Kauf, weil er ist halt einfach so ein guter Mensch. Auf der anderen Seite habe ich einen Artikel gefunden vom RND. Um mehr Aufträge ging es Wirth nicht. Folgenlos blieb die Anti-AfD-Positionierung für sein Schraubenimperium dann aber tatsächlich nicht. Einige Kunden haben angekündigt, nichts mehr bei Wirth zu kaufen. Wir haben dadurch rund 1,5 Millionen Euro Umsatz verloren. Wirth vermutet allerdings, dass er deutlich mehr Aufträge aus Sympathie dazu bekommen, als verloren habe. Aber darum ging es ohnehin nicht. Nein, natürlich nicht. Es ging auf gar keinen Fall um die Außenwirkung. Man hätte halt einfach mal die Schnauze halten können, aber gut. Was dann natürlich umso witziger war, als dann tatsächlich die Europawahl stattgefunden hat, ist das Wahlergebnis in Künzelsau. Das ist der Sitz und die Heimatstadt von der Firma Wirth. Ja, AfD zweitstärkste Kraft. Ich würde mal behaupten, überdurchschnittlich stark vertreten. Tja, was ist denn da passiert? Naja, das war auf jeden Fall Hintergrund des Artikels. Ne? Kurzer Exkurs so. Wir gehen zum Artikel zurück. Jetzt hat eben die AfD den Wahlerfolg eingefahren und jetzt möchte der Unternehmer Wirth einen Stopp von Investitionen erwägen. Aha, was steckt denn jetzt da dahinter? Nach den jüngsten Wahlerfolgen der AfD mehren sich Warnungen der Wirtschaft. Die Ziele der Partei würden den heimischen Standort gefährden. Ja, genau, die Ziele der AfD gefährden den heimischen Standort. Nicht irgendwie die Klimapolitik der Ampel oder so. Wahrscheinlich, weil die ach so wichtigen Arbeitskräfte, die werden ja gar nicht erst ins Land gelassen oder sogar abgeschoben, obwohl die hier seit 50 Jahren arbeiten. Stelle ich mir jetzt mal vor als Grund. Wir erfahren es vielleicht. Der Unternehmer Wirth stellt jetzt Investitionen in Deutschland in Frage. Der deutsch-österreichische Unternehmer Reinhold Wirth hat nach den Zugewinnen der AfD bei der Europawahl Investitionen in Deutschland unter Vorbehalt gestellt. Sollte dieser Trend anhalten, so Wirth im Deutschlandfunk, müsse man vorsichtig sein, wo und wie man investiere. Man werde in aller Ruhe analysieren, ob man das Geld nicht künftig eher in anderen Ländern einsetze. Das finde ich jetzt interessant, dass er das anspricht. Also er
scheint ja nicht d'accord damit zu sein, in einem Land, in dem, sagt man, demokratisch ja eine rechte Partei Zulauf gewinnt, den möchte er einfach nicht das Geld geben. Ne? Er möchte das einfach nicht unterstützen. Gut, kann natürlich auch eine persönliche Entscheidung sein. Sollte es aber nicht, wenn da so viele Jobs dranhängen. Aber gut, ich möchte euch gerne diesen Beitrag zeigen von der Wirt Homepage vom August 2018. Da kam eine Delegation aus dem Iran zu Besuch zur Wirt-Gruppe. Also wir merken uns, es ist in Ordnung, Delegationen aus Diktaturen wie China und Iran zu hofieren. Da gibt es dann keine Pointe, da gibt es dann nichts zu befürchten, weil, ich weiß nicht, sind es dann die guten oder die weniger bösen TM? Dann geht ja auch gerade noch dieser Zeitungsausschnitt hier durch die Medien. Was können wir Deutschen besonders gut, vielleicht auch besser als andere? Die Welt schaut auf Deutschland als ein Land, wo alles bis ins Detail geregelt ist. Tatsächlich berichten Besucher aus dem Ausland immer über die Sauberkeit und Ordentlichkeit der Städte. Weiter sind die Deutschen in der Spitzengruppe des Exports, also haben wir offensichtlich Vorteile gegenüber anderen Ländern. Unsere Betriebe schauen über die Landesgrenzen hinaus in die Welt. Ja. Also Wirt lebt geistig noch im 20. Jahrhundert und glaubt, ausländische Besucher würden über die Ordentlichkeit und Sauberkeit hier in Deutschland staunen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Was ist da passiert? Also war er A, so alt, dass er in diesem Jahrtausend nicht mehr vor die Tür gegangen ist, quasi mit Chauffeur von Bonzentreff zu Bonzentreff? Oder ist der Artikel B einfach sehr alt und der Chauffeur fährt immer nur die gleichen drei Straßen lang? Und kann mal einer bitte die sauberen Städte hier listen, die er meint, weil die würde ich mir auch mal gerne anschauen. Ich meine, du musst ja nur einmal in der Nähe einer Autobahn unterwegs gewesen sein und mal schauen, was da für Dreck aus dem Fenster geworfen wird. Naja, zurück zum Artikel. Wirt warnt vor Forderungen der AfD. Wirt begründete seinen kritischen Blick auf künftige Investitionen in Deutschland unter anderem mit Überlegungen von Politikern der AfD, Menschen mit Migrationshintergrund abzuschieben, der sogenannten Remigration. Ach so, ja gut. Das habe ich ja schon geschätzt, dass es daran liegt. Der 89-Jährige, dessen Unternehmen Weltmarktführer in der Produktion und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial ist, schätzt, dass rund 30% seiner Belegschaft ursprünglich aus dem Ausland stammen. Würden sie wegfallen, wäre das eine helle Katastrophe. Ja, also er hat es wie alle anderen halt einfach nicht verstanden. Die AfD möchte nicht die arbeitenden Ausländer mit Migrationshintergrund abschieben, sondern vorrangig jetzt mal die Kriminellen und die hier einfach nicht arbeiten wollen. Und wann nimmt er eigentlich 1000 Afrikaner in seiner Immobilie auf? Ich meine, er hat ja das Geld. Also kurz und knapp, nur wenn Deutschland weiter mit Migranten geflutet wird, investiert wird. Ciao. Dann muss natürlich auch noch erwähnt werden, dass Wirt ein opportunistischer Absahner ist. Wer auch noch etwas weiter unter der Oberfläche kratzt, wird rausfinden, dass er ein stolzer Yachtbesitzer ist. Ihm gehört diese Schönheit hier, das nennt sich die Vibrant Curiosity, eine Yacht, die 85 Meter lang ist. Ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen, dass der Verbrauch für 100 Kilometer wohl bei 2700 Litern liegt. Also eine Tankfüllung, 285.000 Liter sind 1000 Tonnen CO2. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er das tatsächlich benutzt. Vielleicht liegt es ja auch nur im Hafen, wobei ich glaube, da muss man dann ja auch ein bisschen bewegen, um das Ding zu warten und sowas. Aber nehmen wir einfach mal an, der bewegt seine Yacht 10 Kilometer im Jahr, dann hat er das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen schon verbraucht. Upsi. Was natürlich praktisch an der aktuellen Regierung in Deutschland ist, auch an der Klimapolitik, es gibt keine CO2-Abgabe für Superjachten. Das ist ja praktisch. Übrigens auch nicht für Privatjets und Kriegsgeräte. Das ist natürlich eine kranke Doppelmoral, weil er ist nämlich auch Unterstützer der Kriegsindustrie. Ja, da kann man sich schon mal gegen einen Rüstungsexportstopp, also ein Exportverbot für Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien, wehren. Da ist dann auf einmal Demokratie nicht mehr so wichtig. Wie Geld, 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 Geld. Und dann kann man natürlich schon mal sagen, wir müssen aufrüsten, Leute, weil ich verdiene dabei. Oder fordern, mehr aufzurüsten in Deutschland, ja? Uns fehlt es nämlich an Soldaten, Waffen und Zivilschutz. Ja, wir müssen dieses Land auf eine Art Kriegswirtschaft
umstellen. Ja, also auch eine aktuelle Meldung jetzt aus dem Mai. Die Mehrheit der Deutschen würde die Kosten dafür tragen, meint er. Ja, schön. Abschließend noch ein kleiner Exkurs ins Jahr 2008. Da wurde er wegen Steuerhinterziehung vorbestraft. Schön, was ist passiert? Millionenfaches Steuerstrafverfahren gegen die Wirt-Gruppe. Hintergrund, es soll Geschäfte gegeben haben zwischen den Wirt-Tochtergesellschaften und unzulässige Preise verrechnet worden. Das Ganze erstreckt sich über einen Wert in Höhe von 40 Millionen Euro. Und das Bußgeld war wohl ebenfalls in Millionenhöhe. Und deswegen ist der liebe Unternehmer Reinhold Wirt seit 2008 wegen Steuerhinterziehung vorbestraft. Ups. Wie ihr auch hier lesen könnt, der vorbestrafte Multimilliardär. Milliardär? Ist er nicht mal Millionär? Er ist Milliardär. Das Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen Reinhold Wirt ist eingestellt worden. Der Schraubenkönig akzeptierte einen Strafbefehl und zahlte eine hohe Geldstrafe. Kam dann im Mai 2010 raus. Seit Monaten wurde gegen den Kunstmätzen aus dem hohenlohischen Künzelsau ermittelt. Reinhold Wirt und weitere Verantwortliche in der Wirt-Gruppe sollen im Zeitraum von 1999 bis 2001 Steuern in Millionenhöhe hinterzogen und Beihilfe dazu geleistet haben. Müssen diese vorbildlichen Bürger dieses Landes sein. Ja, ganz mein Humor. Fazit. Wirt hat sich mit seinem Geld in eine Blase begeben, glaube ich, unter denen er unter den Entscheidungen von den Politikern aktuell eben nicht mehr leiden muss. Er kriegt das alles nicht mit. Er wird nicht einfach so niedergestochen oder seine Familie. Daher wundert es mich auch nicht, dass er komplett die Verbindung zur Realität verloren hat. Ganz zu schweigen davon, dass Menschen in seinem Alter halt einfach CDU-Wähler sind, also ein lupenreiner Demokrat, Ironie aus. Und meiner Meinung nach dürfen non-demokratische Unternehmer gerne das Feld räumen. Es gibt andere, die die Lücke füllen werden. Also kann gerne ins Ausland gehen. Ich finde es sehr schade um die Jobs und die Arbeitsplätze, wenn man nur, ich weiß gar nicht, ob es bei ihm dann das Besserfühlen ist, also aus dem Grunde das Land verlässt, Gutmenschentum oder tatsächlich Geld. Alles möglich. Also ich glaube nicht wirklich, dass dieser Mensch Rückgrat hat. War vielleicht mal so, aber wer sich so daneben benimmt und so ein schlechtes Außenbild abgibt, der sollte anderen wirklich nicht mit der Moralkeule kommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und schaut doch gerne mal bei Avocado TV vorbei. Garantiert frei von Hass. Alle Links findet ihr in der Infobox.